Servus zum heutigen Video. Unser Thema ist heute Monitore, Schrägstrich Fernseher. Was sind da eigentlich die Unterschiede? Warum kaufen viele PC-Monitore und keine Fernseher? Das haben wir uns auch gefragt und sind der Frage mal nachgegangen. Ja, wir hatten Bedürfnis nach neuen Monitoren. Wir sind da noch etwas oldschool unterwegs momentan. Wir haben noch alte Fernseher. Also wir haben uns schon mal Fernseher gekauft als Monitorersatz für den Computer. Und ja, in dem Zuge haben wir einfach mal geguckt, was gibt es da so auf dem Markt momentan zu haben. Weil wir hatten so einige Vorstellungen, einige Sachen, die wir unbedingt erfüllen wollen mit einem neuen Monitor. Und zwar war das einmal eine relativ große Displayfläche, damit wir gut Videos bearbeiten können und auch Bildbearbeitung gut machen können. Ja, also wir sind da eher kleckern statt nicht kleckern, sondern klotzen. Uns kann es da eigentlich fast nicht zu groß sein, dachten wir. Und dann haben wir uns mal für Monitore so interessiert, für PC-Monitore klassische, und sind dann mal durch die verschiedenen Produktgruppen gewandert und haben uns mal angeguckt, was die denn so können. Interessant fanden wir da diese 21:9, die Ultra-Wide-Monitore. LG macht da relativ interessante Modelle, aber wir waren relativ erstaunt, was die eigentlich technisch für eine Grundlage haben, und mit dem Ultra-Wide-Format sind die doch recht teuer. Und dann haben wir gesagt, ja, was ist denn eigentlich der große Unterschied zwischen einem Fernseher und so einem großen Monitor? Wir haben uns da einfach mal zwei interessante Fernsehermodelle aktueller Baureihen hier zugelegt. Und ja, die Unterschiede erläutere ich jetzt etwas. Wenn man Bildformate sich anguckt bei Monitoren, dann gibt es da ja das klassische 16:9. Das haben eigentlich die meisten Monitore heute auch immer noch. Es ging ja ganz früher, gab es ja noch 19 Zoll Monitore, und heute sind die eigentlich in der Regel zwischen 24 und 27 Zoll groß. Und ja, diese wie eben genannten LG 34 Zoll Ultra Wide, es gibt auch noch 38 Zoll und sogar 49 Zoll Einhorn, die sind halt in einem besonders breiten Format. Und das ist hier der wesentliche Unterschied zwischen den Fernsehern. Wenn man sich nämlich Fernseher anguckt, dann sind die immer in diesem 16:9 Format. Und dann gibt es hier natürlich in den größten Ausgaben. Hier stehen zwei Modelle mit einmal 40 Zoll und einmal 43 Zoll. Damit gehört man heute bei den 4K-Bildschirmen eigentlich schon zu den kleinsten verfügbaren Modellen. Man will ja als Computerbildschirm vielleicht auch nicht zu große Bildschirmflächen haben. Deswegen haben wir uns hier mal für die kleinsten entschieden. Vorteil dabei ist natürlich auch am Ende des Tages, diese 4K-Auflösung auf 40 Zoll ist natürlich schärfer wie die 4K-Auflösung auf 60 Zoll oder 50 Zoll. Ja, wenn ihr euch jetzt für Fernseher interessiert, weil sie vielleicht preislich attraktiver sind oder dann doch mehr Features bieten, aber man will sie nicht nur als Fernseher benutzen klassisch, sondern vielleicht auch als Gaming-Monitor oder zur Bildbearbeitung, dann gibt es natürlich einige technische Dinge, die man da beachten muss, einige technische Attribute. Und zum einen wäre es hier natürlich die Schnelligkeit der ganzen Geschichte, also die Schnelligkeit des Panels. Hier gibt es zum einen den Wert Reaktionszeit. Dabei handelt es sich um die Zeit, die das Pixel des Monitors braucht, um Farben zu wechseln. Und zum anderen gibt es den Faktor Input Lag, der eigentlich relevantere Faktor, denn das ist die Zeit von der Grafikkarte bis zum Darstellen des Pixels. Damit ist praktisch der Input Lag gemeint, diese Zeitspanne. Und das war auch sehr wichtig an der Stelle, denn bei klassischen Monitoren werben die Hersteller oft mit Reaktionszeiten und Input Lag. Das wird auch von den verschiedensten Fachzeitschriften gut durchgetestet, kann man sich relativ schnell ergoogeln. Doch bei Fernsehern sieht es da meistens anders aus. Da haben wir nur schwer bei den meisten Modellen diese Werte gefunden, Reaktionszeit teilweise gar nicht. Und den Input-Lag haben wir dann bei, ganz hinten im Internet haben wir es gefunden. Ja. Und deswegen konnten wir auch da mal so ein Verhältnis herstellen. Was ist denn ein Gaming-Monitor? Wie schnell sind denn die? Wie schnell sind denn die Fernseher? Und da können wir sagen, heute die Fernseher liegen so bei 30 Millisekunden Input-Lag. Und viele Modelle, diese beiden hier auch, haben sogar einen Spielemodus. Der sorgt dann dafür, dass es von 30 Millisekunden auf 20 Millisekunden runtergeht sogar. Ja, und die Werte lassen sich wirklich vertreten. Damit kann man auch einen Fernseher als Gaming-Monitor-Ersatz nutzen. Gaming-Monitore sind natürlich, die wirklich guten, sind natürlich noch etwas schneller. Aber für den normalen Spielbetrieb, wenn man jetzt nicht Hochleistungsgamer ist und es auf jede Millisekunde ankommt, kann man das wirklich gut machen.
Ein weiterer technischer Punkt, der uns da sehr wichtig war, ist die reine Panelqualität. Also neben diesen Features HDR Local Dimming, die da immer plakativ drauf geschrieben werden von vielen Fernsehherstellern, haben wir uns besonders dafür interessiert, was ist denn eine Farbraumabdeckung? Was haben denn da Fernseher so im Unterschied zu Monitoren für Bildbearbeitungsmonitore, die ja darauf ausgelegt sind? Was sind da so die Unterschiede? Kann man das irgendwie vergleichen? Ja, und da war es erstmal schwierig, denn bei den normalen Monitoren ist es auch da sehr einfach herauszufinden, welche Abdeckung, welchen Farbraum sie denn genau haben. Es gibt ja zum einen den sRGB-Farbraum, der Consumer-Farbraum. Das schafft eigentlich heute jedes Panel, den relativ vernünftig abzudecken. Schwieriger wird es dann meistens bei dem Adobe-RGB-Farbraum und bei einem DCI-Farbraum. Ja, Adobe-RGB-Farbraum kennen natürlich viele, die irgendwie Fotografie bearbeiten oder Videos. Der DCI-Farbraum ist da etwas anders. Warum kam der bei uns überhaupt ins Gespräch? Weil wir über Fernseher nahezu keine Testwerte gefunden haben im Internet. Es gab nur ein Magazin, die über diesen Panasonic hier einen Test gemacht hat. Und da haben die halt den DCI-Farbraum getestet. Und da lag die Abdeckung hier bei 89%. Zum Vergleich, man muss dazu erstmal verstehen, was ist der Unterschied zwischen dem Adobe-Farbraum und dem DCI-Farbraum. Beide haben ungefähr dieselben Umfang, also sind vergleichbar von der reinen Quantität der Farbwiedergabe. Nur der DCI-Farbraum ist etwas ins bläulich-grüne verschoben und der Adobe-RGB-Farbraum etwas in die Rottöne. Aber der Umfang ist ungefähr vergleichbar. Ja. Und dann haben wir uns mal angeguckt, okay, DCI-Farbraum hat er hier eine 89%ige Abdeckung und gute Bildbearbeitungsmonitore haben natürlich hier fast 100er Abdeckung beim Adobe-RGB-Farbraum, aber es ist hier schon für einen Fernseher eine relativ gute Farbwiedergabe. Das heißt, wer da jetzt nicht unbedingt wirklich das High-End-DG braucht, sondern wirklich mit einer vernünftigen Farbabdeckung zufrieden ist, der kann auch einen Fernseher nutzen als Bildbearbeitungsmonitor. Vom technischen Umfang der Monitore, von der Ausstattung. Klar, man hat hier dieses 16:9 Format und kann nicht da in die Ultraweite gehen, aber dafür bekommt man diese Monitore relativ für denselben Preis. Also man bekommt sie, würde ich sagen, nicht nur für denselben Preis, sondern man bekommt hier 40 oder 43 Zoll Modelle für Preise, da bekommt man teilweise noch nicht mal irgendwie vielleicht ein 34 Zoll Ultrawide, ja, weil dieses extra breite Format irgendwie einfach noch irgendwie teurer ist. Von den normalen technischen Ausstattungen, klar, Fernseher sind meistens nicht höhenverstellbar, sie sind fest auf einem Standfuß, da gibt es wahrscheinlich noch irgendwelche Sonderlösungen, wenn man eine Wandhalterung montiert, dann kann man die auch noch ein bisschen höhenverstellen, aber wer macht das schon gerne, wenn er ihn als PC-Monitor verwenden will? Das ist mein Monitor natürlich alles etwas besser gelöst, da gibt es manchmal diese Höhenverstellbarkeit. Von der bloßen Größe ist uns jetzt aufgefallen. Ja, also wir tendieren wirklich zu diesem größeren Bild insgesamt, damit wir Platz haben für die verschiedensten Anwendungen. Und wir hätten auch gern dieses Ultra-Breit-Format gehabt, aber haben dann gesagt, okay, wenn ich für dasselbe Geld einen 40-Zoll-Fernseher bekomme, wo ich den 34-Zoll-Ultra-Wide bekomme, dann kann ich vielleicht das so runterskalieren oder anders verschieben auf dem Monitor, dass ich ja eigentlich dieselbe Bildfläche, die ähnliche Bildfläche habe und durch das Anordnen der einzelnen Programme kann ich dann eigentlich denselben Workflow erreichen, den ähnlichen Workflow sage ich jetzt mal und kann dann praktisch genauso gut damit arbeiten mit einem Fernseher wie mit einem Ultra-Wide-Monitor. Schärfe technisch natürlich, je größer das Bild, dieselbe Auflösung bei je größerem Bild, desto unschärfer wird es natürlich. Aber da muss man sagen, wenn man da dafür sorgt, dass man den Fernseher auf einen größeren Tisch stellt und einfach die Distanz zum Panel von der Sitzposition etwas erhöht, dann sind die 4K-Auflösungen so scharf auf diesen 40 Zoll, dass man da schärfetechnisch, wenn man jetzt da nicht Ultra-Ansprüche hat, wirklich eigentlich sehr zufrieden sein kann. Also selbst das hat uns nicht wirklich gestört bei der ganzen Sache. Wenn man andere technische Features anguckt, Schwarzwert, Stromverbrauch oder bestimmte Anschlüsse am Monitor, ja, dann sind natürlich Computermonitore meistens für den Computerbetrieb natürlich optimiert. Das heißt, man findet da viele USB-Anschlüsse und ein paar Bildanschlüsse. Beim Fernseher sieht es natürlich anders aus. Meistens, also immer, haben sie Lautsprecher integriert, die Monitore ja nicht unbedingt immer. Und meistens haben sie auch wirklich deutlich mehr HDMI-Anschlüsse,
bessere Audioausgänge. Also wir haben hier beim Panasonic-Modell haben wir zum Beispiel digitales Tonausgänge und auch einen Kopfhörerausgang. Das ist auch bei Monitoren, normaler PC-Monitoren, immer ein bisschen das Problem, dass man da so anschlusstechnisch nicht ganz den Umfang hat. Ja, es soll ja auch noch Menschen geben, die normales Fernsehen gucken. Dafür ist der Fernseher natürlich eigentlich der Profi. Da kann der normale Bildschirm natürlich überhaupt nicht mithalten. Keine Tuner verbaut. Das sind alles solche Spielereien, die wir jetzt persönlich fast nie brauchen. Aber man bekommt sie für den Preis eigentlich mehr oder weniger geschenkt. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja mal einen Verwandten, der den Monitor dann nach ein paar Jahren irgendwie anderweitig gebrauchen will und dann hat man das Feature dann doch noch irgendwann in Funktion. Summa summarum, kann man das wirklich machen? Man muss halt ein bisschen Recherchearbeit leisten und ganz genau hingucken, welcher Fernseher da wirklich in Frage kommt für Gaming, für Bildbearbeitung und am Ende des Tages natürlich auch den Preis sich mal angucken. Und aus unserer Perspektive ist es wirklich so attraktiv, dass wir da auf Fernsehern setzen. Weil es einfach preislich auch wirklich eine riesen Fülle an Features gibt, die man bei einem Monitor gar nicht bekommt. Und am Ende gibt es halt auch technische Spezifikationen, da sind die Fernseher den Monitoren weit überlegen. Wir haben zum Beispiel hier bei so einem Panasonic-Modell einfach einen etwas über 10.000:1 Kontrast. Das können die meisten Monitore irgendwelcher Baureihen nicht. Die hängen dabei 1000, 2000, 3000, 4000 Kontrast vielleicht. Hier durch dieses Local Dimming, glaube ich, schafft es ein Fernseher auch mal über 10.000 Kontrast. Dann hat man natürlich einige Bildfeatures, die haben Monitore auch wieder nicht für Filmwiedergabe und sonstige Aktivitäten. Man hat hier auch Media Play integriert, was wir sehr gerne genutzt haben in den letzten Wochen, dass wir dann über das Smartphone im Prinzip an den Fernseher direkt einen Stream schicken und der wird dann auch in sehr guter Qualität und Ton wiedergegeben. Also das sind alles so Features, ja, die sind einfach besser wie bei jedem Monitor und man bekommt sie im Prinzip geschenkt. Stromwiedergabe ist auch kein großes Problem. Also wer jetzt sagt, oh, da sind bestimmt kleinere Monitore irgendwie effizienter. Also auch da haben wir nachgeguckt, konnten wir nichts feststellen. Ich glaube, bei diesem 40 Zoll Modell liegen wir bei 55 Watt Verbrauch im Schnitt, glaube ich. Und bei so einem 43 Zoll Modell bei 60 Watt. Also das sind alles Werte, wenn man die Größe des Monitorfläche beachtet, die da nicht ins Gewicht fallen. Und auch Helligkeitswerte. Natürlich gibt es ein paar Monitore, die haben mehr Candela, sind also damit heller. Aber 390 und 320 Candela oder knappe 300 sind es hier, glaube ich, bei diesem LG-Modell, die reichen in der Regel aus. Also wenn man jetzt nicht wirklich sehr, sehr hellig durchflutete Räume hat, hat man da überhaupt kein Problem, auch bei den Werten einen Fernseher zu nutzen statt einen Monitor. Wenn ihr euch jetzt vielleicht auch für Fernseher interessiert und euch da mal ein bisschen informieren wollt, ich werde zu jedem von diesen beiden Modellen hier noch ein extra Video machen. Es sind mit die interessantesten Modelle, die es momentan in diesen kleineren Fernsehgrößen gibt. Es gibt noch ein Sony-Modell, aber da hat uns der Panasonic als etwas teurerer besser gefallen. Und der LG hier, der ist halt so ein Preis-Leistungs-Wunder, würde ich fast sagen. Das ist wirklich für einen sehr guten Preis zu haben. Deswegen schaltet auch in diese Videos mal rein. Die kommen auch jetzt in der nächsten Woche auf diesen Kanal. Und dann könnt ihr euch da selber mal ein Bild machen, wie so ein Fernseher überhaupt, wenn ihr da immer Monitore benutzt habt bisher, wie der sich so darstellt im Alltagsgebrauch.